Und dann ist er nach Cambridge gegangen, hat Theologie dort studiert, auch erfolgreichen Abschluss, hat aber schon in Edinburgh und dann eben auch in Cambridge sich sehr viel für Natur interessiert, hat also Käfer gesammelt und hat mit den Naturforschern dort in Cambridge an der Universität schon sehr engen Kontakt gehabt. Also die wussten, dass er eigentlich auch diesen Theologiezweig gemacht hat, aber dass er sehr viel wusste. Also Darwin war vor dieser Reise eigentlich schon ein sehr gut ausgebildeter Naturforscher. Also aber ein zweifacher Studienabbrecher. Nein, nein, er hat nicht, Theologie fertig studiert. Er hat sein Examen auch gar nicht so schlecht hat er fertig gemacht. Aha. Und dann kam eben dieses Angebot, auf dieser Reise mit der Beagle mitzufahren. Mhm. Interessant oder bezeichnend, dass gerade so jemand, der Theologie studiert hat, dann solche Theorien letztendlich entwickelt. Ne? Wie ist er aber, eins nach dem anderen, wie ist er denn auf das Schiff gekommen? Von wem hat er das Angebot bekommen? Auf diesen langen Schiffsreisen gab es ein großes Problem. England damals war eine starke Klassengesellschaft. Die Kapitäne gehörten aus der Oberschicht und die durften sich nicht mit den Matrosen gemein machen. Die mussten dann immer getrennt essen und solche Dinge. Das heißt, die sind auf diesen langen Reisen vereinsamt. Und der Vorgänger von dem Fitzroy, also von dem Kapitän auf der Beagle, hatte sich umgebracht beispielsweise. Das heißt, die haben sich umgebracht, wurden Alkoholiker und solche Dinge. Das heißt, man hat sich überlegt, wie kann man das beheben? Und die Idee war, auf diese ganz lange Reise einen sogenannten Gentleman Companion mitzuschicken, sozusagen eine standesgemäße Begleitung des Kapitäns. Und das war Darwins Aufgabe. Darwin war nicht der Naturforscher an Bord, der Beagle, der Offizielle, da gab es auch noch einen, das war der Schiffsarzt, sondern Darwins Aufgabe war, mitzufahren, sich mit dem Kapitän gepflegt zu unterhalten und ansonsten konnte er tun und lassen, was er wollte. Hinter ihm sehen wir Darwin, da war er so um die Anfang 30, 31 glaube ich. Wie muss man ihn sich als Typ vorstellen? War er weltoffen? War er verschroben? War er Darwin schüchtern? War ein sehr sozialer Mensch. Er ist dann im späteren Leben ist er nicht mehr gern gereist, aber er war sehr sozial. Er hat zum Beispiel auch sehr gerne gejagt. Ja, das war sozusagen seine Leidenschaft. Er hat dann auf der Reise ist er gejagt und geritten. Er war ja dann ganz lang in Südamerika an Land, ist da durch Argentinien geritten über Wochen hinweg. Also er war ein sehr sportlicher Typ eigentlich. Mhm. Und er hat eine Frau gehabt. Also ich meine, man hört immer die ganze Zeit von seinen Taten und denkt, der kann ja gar kein Privatleben gehabt haben bei so aufwendigen Dingen, so langen Reisen und so. Hat er die Frau schon vor der Reise gehabt? Nein, er kannte sie, das war seine Cousine Emma, er kannte sie und Darwin hat also um Frauen hat er sich nicht sehr bemüht, kann man sagen, und in gewisser Weise, er mochte die sicher auch sehr gerne, aber es war auch irgendwie praktisch, ja, dann musste er nicht nochmal auf die Suche gehen. Emma sehen wir übrigens auch gerade da im Hintergrund. Also als er von der Reise zurückkam, hat er dann relativ schnell, geheiratet. Seine Cousine hat sich übrigens immer so ein bisschen Gedanken gemacht, ob das nicht schädlich sei, weil sie ja doch relativ eng verwandt sind, ob die Kinder nicht dadurch geschädigt werden und so. Mhm. Und das war offensichtlich aber nicht der Fall. Mhm. Er hat 10 Kinder dann immerhin mit ihr gezeugt. Das ist ja also auch schon mal eine ganz stattliche Anzahl. Also das heißt, er hat kräftig zur Arterhaltung selber beigetragen. Mit seiner Erschaffung der Theorie zur Entstehung der Arten hat er sich nicht so leicht getan. Es hat Jahre gedauert, bis er sie endlich veröffentlichen konnte. Zweiter Oktober. Nach fast 5 Jahren erreicht das Forschungsschiff Beagle seinen Heimathafen in England. Und Charles Darwin geht von Bord. Good day. Der junge Charles hat sich Arbeit für sein ganzes Leben mitgebracht. 1529 Tiere in Spiritus, 3907 Felle, Knochen und Pflanzen und jede Menge Skizzen und Notizen. Tatort London. Hier wertet der junge Naturforscher seine Forschungsreise aus. Ein Ergebnis? Auf allen Galapagos-Inseln leben Schildkröten, alle miteinander verwandt. Doch je nach Inseln haben die Tiere unterschiedliche Panzerformen. Ähnliches gilt auch für die Finken auf Galapagos. Auf jeder Insel sind die Finkenschnäbel unterschiedlich geformt. Darwin schwant die Schöpfungsgeschichte so, wie sie in der Bibel steht, nämlich dass Gott alle Lebewesen schuf, trifft es nicht ganz. Zwar hatten schon andere Forscher vor ihm einen ähnlichen Verdacht, doch ihnen fehlten die Beweise. Mit den Funden seiner Reise kann Darwin jetzt belegen, das Leben auf der Erde hat sich langsam entwickelt. Eine Evolution. Bald ist dem Forscher klar, wenn man das zu Ende denkt,
wird das Weltbild jener Zeit erschüttert. Und so forscht, denkt und experimentiert Darwin viele Jahre lang weiter, scheut sich aber, seine Erkenntnisse zu veröffentlichen. Erst 1858 präsentiert er seine Ideen den Kollegen, doch der ganz große Knall bleibt aus. Ein Jahr später bringt er sein Buch Die Entstehung der Arten heraus. Darin formuliert er seine Theorie von der Evolution. Erstens, alle Lebewesen haben einen gemeinsamen Ursprung. Zweitens, die Arten verändern sich ständig. Und drittens, in einer Generation sind nicht alle gleich. Jedes Individuum unterscheidet sich ein klein wenig von den anderen. Nur diejenigen, die am besten angepasst sind, überleben. Später taucht dafür der Ausdruck Survival of the Fittest auf, den Darwin übernimmt. Das bedeutet, der am besten Geeignete überlebt und nicht etwa der Stärkste. Darwins Buch wird ein Kassenknüller. Und es kommt, wie befürchtet, das akademische Weltbild jener Zeit zerbricht. Bibeltreue Wissenschaftler und Kirchenmänner laufen Sturm gegen Darwins Evolutionstheorie. Ihr Argument, was Darwin sagt, widerspricht dem biblischen Schöpfungsbericht. Vor allem aber, würde man seine Theorie zu Ende denken, wäre auch der Mensch nur ein Tier. Ja, man kann sich natürlich vorstellen, dass Darwin sich da schwer getan hat, diese Ergebnisse, die ja revolutionär waren, zu veröffentlichen. Das zu Papier gebrachte Ergebnis hieß dann The Origin of Species, die Entstehung der Arten. Wir sehen es hier in Papierform. Das Buch? Ja, also das war so quasi die Grundlage und dann entstand das Buch daraus. Ja. Warum haben die Menschen denn so heftig auf seine Veröffentlichungen reagiert? Darwin war der Erste, der überzeugend nachweisen konnte, wie Tierarten entstehen oder auch Pflanzenarten und warum sie aussehen, wie sie aussehen. Davor gab es eigentlich nur zwei Wundererklärungen, kann man sagen. Die religiösen Legenden gab es, Gott hat die Erde, die Menschen erschaffen oder die Tiere erschaffen. Und die Naturwissenschaftler hatten ja auch keine gute Erklärung. Die glaubten an so etwas wie Urzeugung, nannte man das, also man stellt sich vor, so ein Tümpel mit Schlamm drin und dann soll dann irgendwie durch eine Art Selbstorganisation soll dann ein Elefant oder ein Mensch oder so irgendwas entstehen. Und das ist ja auch vollkommen unwahrscheinlich, diese Theorie. Das heißt, bis zu Darwin gab es überhaupt gar keine vernünftige Erklärung. Und mit Darwin gab es dann eine gute naturwissenschaftliche Erklärung. Und jetzt gab es sozusagen ein Ungleichgewicht. Auf der einen Seite die religiösen Wundergeschichten, auf der anderen Seite eine gute wissenschaftliche Erklärung. Und auf die Weise hat sich dieses Patt sozusagen ganz stark verschoben. Und das haben ihm die Religiösen seiner Zeit und bis heute schon sehr übel genommen. Er hat erst mal mit den Tieren angefangen, dann ist er zu den Menschen gekommen. Ja. Nämlich ein paar Jahre später noch ein anderes Buch, 1871, Die Abstammung des Menschen und die sexuelle Auslese. Was war der Skandal da dran? Es hat eigentlich zwei Aspekte. Der eine war natürlich, dass Darwin die Menschen einbezog. Das hat er übrigens von Anfang an gemacht in seinen Notizbüchern. Darwin war das völlig klar, dass das natürlich letztlich um Menschen geht. Ja, dass wir von einem Affen abstammen, einem Vorfahren, der zu den Primaten gehört. Und das Zweite war, aber er hat gewartet, das ist natürlich wichtig, er hat gewartet, auch aus strategischen Gründen. Er hat in diesem ersten Buch, hat er dazu praktisch nichts geschrieben, weil er, hat er auch selber gesagt, nicht diesen Widerstand gegen seine Theorie noch verstärken wollte. Da kann man übrigens so eine Skizze hinter Ihnen sehen, die auch sehr skandalös war. Das ist aus seinen Notizbüchern, da sieht man, wie er selber versucht hat, sich so einen Stammbaum zu vergegenwärtigen. Das ist so auch von 1830, also das war vor seinen Publikationen, als er angefangen hat, darüber nachzudenken. Und was ganz interessant ist, dass er eben über diesen ersten Stammbaum, der aussieht wie so eine Koralle, eigentlich schreibt, I think, ich denke. Also das war ihm schon sehr wichtig, das zu betonen. Mhm. Dass er es eben noch nicht weiß, sondern so auf der Suche ist. Genau, und dass er auch sozusagen, wenn man nachdenkt, dann kommt man auch auf die Evolution. Das hat er dann schon auch so gesagt. Mhm. Mhm. Wir können uns noch mal anhand vielleicht dieser beiden Skelette da hinten vergegenwärtigen, was wir mit dem Affen gemeinsam haben und wo wir uns unterscheiden. Kommen Sie kurz mit nach hinten. Vielleicht, ja, erstmal die Gemeinsamkeit.
Also wenn man sich das mal anschaut, fallen einem ja wirklich die Gemeinsamkeiten zuerst auf. Und das wussten auch die Naturforscher schon früher. Im 18. Jahrhundert, Linnaeus hat ja die Menschen und hier die Schimpansen auch schon in die Gruppe der Primaten zusammen eingeteilt. Das heißt, dass Menschen und Affen sehr ähnlich sind, wusste man. Und das sieht man ja auch auf den ersten Blick, dass da sehr große Gemeinsamkeiten sind. Übrigens jetzt nicht nur mit Affen, sondern auch mit anderen Wirbeltieren. Mhm. Wir sehen ja auch ähnlich aus mit Vögeln beispielsweise. Wenn Sie sich mal ein Vogelskelett anschauen, ist auch sehr, sehr ähnlich. Das sind eben alles Wirbeltiere. Mhm. Wo liegen denn dann die Unterschiede? Also was ganz auffällig ist, ist natürlich die Größe. Menschen sind größer und sie haben sehr viel längere Beine. Der Schimpanse hier hat viel kürzere Beine und längere Arme. Also unsere Beine und Arme, dass die Proportionen sind verschoben, das liegt am Lebensraum.